Ich hab die Musik. Wo ist das Bier? Feierlaune, hm? Du bist das siebte Mädchen. Was soll das? Deswegen kann ich mich mit ihr, glaube ich, auch nicht identifizieren. Feiern, gerne. Alkohol muss nicht sein. Nicht im Übermaß. Nur für den Geschmack, wenn dann. Ja, die Jugend von heutzutage kann man in Schachteln unterbringen. Verschiedene Kategorien. Und Generation Wodka, das ist absolut nicht meine Kategorie. Wenn ihr versteht, was ich meine. Von 144. Was haben wir bis jetzt eingesammelt? Nicht so viel, wenn ihr mich fragt. Ich könnte natürlich jetzt erst zur Bierkanne gehen. Oder Bierdose, eher gesagt. Und dann mich noch woanders umschauen. Aber das wird etwas die Spannung vermissen, findet ihr nicht? Hier war ich noch nicht. Was gibt's hier so sehen? Ist dort wieder das Feld? Scheint nicht so, wenn ihr mich fragt. Nein, es ist der See. Sache. Ich liebe Seen im Wald. Ich wünschte, es werde wärmer. Dann könnte ich schwimmen gehen. Mit ein bisschen Glück würde ich vielleicht von einem hübschen Förster beobachtet werden. Oh je, Mädchen. Weißt du, auf was du dich da einlässt? Sehr, sehr neblig. Und wieder dieses wunderschöne Farbenspiel. Wir können auch nicht rennen. Yeah, hey, Fraps Fail, die zweite. Ich hatte jetzt ein kleines Problemchen, und zwar war das nämlich so, dass das letzte Mal, wo ich Carmen gespielt habe, Fraps einfach mal nicht mehr aufgenommen hat irgendwann. Juhu. Also, den letzten Part habt ihr sozusagen vor ungefähr 10, 12 Sekunden gesehen. Ich habe versucht, alle Gegenstände, die ich bereits hatte, zu finden wieder, finde aber partout nicht diesen Diamanten. Wir sind reichlich Gegenstände. Ja. Wir sind reichlich Gegenstände. Wie nennt man das? Egal. Ihr wisst, was ich mache. Ja, ich mache ja schon. Mensch. Nein, hör auf. Oh Gott. Dieses kleine Mädchen wollte uns gerade helfen, den Pfad wiederzufinden. Aber das wollte ich nicht. Wie gesagt, wir sind leicht. Ich bin an reichlich vielen Gegenständen vorbeigekommen. Wie zum Beispiel einem gerupften Huhn. Om nom nom. Aber diese Feder gehört nicht ihr, auch wenn sie aufnehmen darf. Nein. Ich möchte euch eigentlich jetzt mindestens noch ein was zeigen. Der Baum wieder, den ihr euch auch merken dürft. Der steht nämlich eigentlich ganz woanders. Ja. Ich hätte mich jetzt auch ein bisschen beeilen, weil ich meine, ich habe gerade, glaube ich, jetzt schon fast eine Stunde gespielt und diese blöden Sachen gesucht. Und ich sag euch, es ist verdammt schwer, an sowas wie dem hier vorbeizulaufen, es aber nicht aufnehmen zu dürfen. So, was hast du uns mitzuteilen, Carmen? Ja, erstmal strecken. Sag was dazu. Eine Kugel?
mit meinem Namen drauf? Ja, Pech. Pech für dich. Oh Mann. Die denkt nicht wirklich weiter. Heißt, in Mathe wäre sie schlecht. Ist sie mit 100% bereit. Alle Mädchen, die ich kannte, die genau diese Attitüde hatten, waren wirklich nicht gut in Mathe. Ich bin auch nicht gut, ich habe immer nur Glück. Nilles, du weißt, was ich meine. So, da vorne habe ich noch irgendwas entdeckt gehabt. Eine Art Mauer, mit der ich aber... Bei der bin ich nur vorbeigelaufen. Ich bin mir nicht sicher, ob Carmen was mit ihr machen kann. Weiß aber, dass Ruby und Ginger damit was anfangen können. Und was denn das Geld, also den Diamanten, auf sich hat. Und, kannst du was machen? Hallo? Ja, lauf gegen die Wand. Nein, Ginger. Was das mit den Diamanten auf sich hat, ich nehme an, dass einfach nicht alle... Ja, Lag. Dass einfach nicht alle Gegenstände hier sind. Nein, nicht das Messer. Das Messer will ich eigentlich mit Ruby aufnehmen. Falls sie das dann noch bekommt. Wo wollte ich denn mit dir jetzt noch hin, Mädchen? Nee, das ist böse. Da ist böse. Kann ich jetzt auch gleich sagen. Dieses schwarze Gefriesel, das ihr jetzt gleich oben sehen werdet. Los. Da hier, diese Spritzer zeigen immer den Wolf an. Bei dem weißen Geschnörkel bin ich mir nicht sicher, ob es das weiße Mädchen ist oder ein Gegenstand, der dir einen Raum aufschließt. Das werden wir im Laufe unseres Spieltriebs schon herausfinden. Was ich auch noch gelesen habe, aber noch nicht für mich selbst bestätigt, ist, dass die Blumen, die ihr ab und zu hier seht, diese weißen Kringel, bei denen ich jetzt... Oh, wow. Old school. Setz dich rein, Mädchen. Sagst du dasselbe wie beim Sessel? Ja, natürlich. Hübsch. Der Mann, der uns retten würde, ist der Zerstörer. Aber die Zärtlichkeit... die in der Unterwerfung liegt, schlägt jede Macht. Ach, du guter Gott. Unterwerfung. Zärtlichkeit. Ich sag dazu schon gar nichts mehr. Wir können uns alle denken, was passiert. Mit einem Mädchen, das sich so nach Blumen und sonstigen bückt. Ein Grammophon. War beim Grammophon noch was? Mensch, nicht unscharf werden. Da ist die weiße Bitch. Ist das wieder der frohe Vogel? Sind wir stockvoll am Grammophon vorbeigelaufen? Aber wo das Grammophon war, war eigentlich etwas anderes, was ich euch zeigen wollte. Ja, und da ist auch der weiße Zaun. Das fand ich nämlich ganz witzig. Ich war eigentlich wie beim anderen, eine Blume, beim anderen Anfang sofort bei dem Zaun hier. Aber da der Pfad ja verschwindet, muss da, wo der Pfad war, natürlich irgendwie was reinkommen. Und ich schätze, dass das eben dann dieses wunderschöne Gebilde war. Das ich euch gleich zeigen werde. Blumen. Om-nom-nom. Ja, schön. Blumen kann man wirklich om-nom-nom-nom. Essblumen habe ich aber noch nicht gegessen. Müsste man mal probieren. So, ist es jetzt da, wo es sich zeigen wollte? Nein, es ist das Blumenfeld. Verdammt nochmal. Nein, das... Ach ja, hier haben wir die Blümchen. Diese Kringel hier auf dem Boden. Dieses Muster, was die ergeben, soll angeblich auch auf den Tapeten sein. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Müsste man mal gucken.
Ich hasse es, wenn ich jetzt das Zeug nicht wiederfinden kann, würde. Hallo. Zeug? Vorhin habe ich noch das Auto gefunden. Das finde ich wahrscheinlich jetzt. Ich finde das wahrscheinlich alles nicht mehr, was ich vorhin. Was mir vorhin über den Weg gelaufen ist. Wäre schade. Sehr, sehr schade. Ihr merkt auch, ich bin etwas aufgeweckter als sonst. Als das letzte Mal. Ich rede etwas mehr. Und ich einfach ein bisschen genervt bin, dass Fraps gefailt hat. Super. Ganz, ganz toll. Komm schon, Mädchen. Nicht verzagen. Das ist der Hammer, wie die Frau läuft. Der Witz ist eigentlich, ich kenne wirklich jemanden, der so läuft. Und ich meine, es im Sportunterricht so läuft. Und sprintet auf 100 Meter. Der Hammer. Und diese Person war sogar schlecht in Mathe. Weise Bitch. Ah, der Luftballon. Den ich Robin geben werde, wenn wir ihn finden. Das ist nämlich ihr Ballon. Ja, das ist schön, wenn man das Spiel schon kennt und etwas systematisch vorgehen kann. Schade ist es einfach, wenn halt nicht alle Gegenstände hier sind. Das heißt, wenn ich mit Robin spiele und der Ballon ist nicht da, habe ich halt Pech gehabt, ne? Habe ich gar nicht auf die Uhr geguckt. Verdammt. Naja, so 5 Minuten werden schon sein. Ist das eine Blume oder? Nein, das ist eine Blume. Was ist da vorne? Da ist doch was. Was bist du? Oh, schon wieder das Huhn? Sag mal. Gibt's doch nicht. Da ist das Auto. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob sie damit was machen kann. Weiß aber, dass Ruby was mitmachen kann.